Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Smalland Survive the Wild. Inventar ist den Umständen entsprechend aufgeräumt. Ich habe mir eine neue Spinnenleckerei gemacht. Dafür musste ich tatsächlich nochmal vom Baum runter und mir einen Grashüpfer zerlegen. Aber wir haben es, wir haben es. Wir werden uns gleich eine finale Wolfsspinne holen. Wenn die dann tot ist, dann ist sie tot. Noch eine holen wir uns dann nicht. Ich bin eine gute, die sind drei, also nach der dritten Spinne so ein Verschleiß muss ja nicht sein. Ich war jetzt hier nochmal ein bisschen überlegen. Ich bin mir nicht sicher, so richtig geil finde ich das hier nicht, aber es ist auch irgendwie auch nicht scheiße. Ich bin so unentschlossen. Kann ich da nicht einfach die wegnehmen? Ja, kann ich. Dann wirkt das ein bisschen offener. Dann bräuchte ich nochmal, dann packen wir da mal eine Wand hin. Am besten sowas, genau. Oh. Wo kriegen wir da überhaupt einen Abschluss hin? Oh. Nice. Wie gut. Okay, ich mag das. Ich mag die Bauelemente echt super gerne. So. So. Dann bräuchte ich nochmal Rinde und Holz. Wir sind jetzt nochmal kurz ein bisschen hier zu Hause, weil es eh gerade wieder dunkel wird. Dann können wir gleich nochmal schlafen. So. Oh, jetzt gleich haben wir's. Oh Gott, ich drehe ganz komisch hier. Schrecklich. Okay, ich drehe mich hier gerade dumm und dämlich an dem Ding. Alter. Ah! Ja. Ich glaube, wir haben's. Ist mir gut genug. Wow, das war interessant. So, so. Einmal schlafen. Sachen sind auch alle repariert, habe ich mich drum gekümmert. Stopp! Ich weiß auch nicht, aber irgendwie haben wir aktuell eine echt hohe Sturmquote. Es gibt Schlimmeres, weil eigentlich können wir uns das hier zu Hause auch mal ein bisschen schicker machen. Ich bräuchte mal ein anständiges Lager. Weil wir werden hier oben noch mal eine Etage. Hier oben wird eine Wohnetage werden, glaube ich. Oh ja.
Ja, komm, lass mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich wurde gerade von der Muse geküsst. Mal gucken. So, Treppe. Die sieht anders aus als die daneben. Ach so. Weil das alles noch so gedreht ist. Oh. Besser. Dann machen wir nämlich hier nach oben. Noch mal eine Decke einziehen. Holzboden. Ja, ich glaube, das wird gut. Der Sturm lässt alles ein bisschen zittern. Geil. Und dann machen wir hier nochmal eine Treppe nochmal nach oben. Jobotage. Hier könnten wir zum Beispiel die ganzen Kisten hinpacken. Oder vielleicht ein, zwei Werkbänke. Auf jeden Fall Fenster. Ich habe schon eine Idee. Ich kann einen kleinen Mini-Balkon machen. Ähnlich wie das Ding da drüben. Aber diesmal mache ich es halt Dreierbreite. Oh ja. Wir kommen noch los. Machen wir mal den ein bisschen kleiner. So. Fenster. Eckige Wände. Und da kommt jetzt ein Geländer drum. Nice. Okay, jetzt haben wir hier so. Hier oben drauf kommt auf jeden Fall noch die Wohnetage. Da werde ich dann das Bett hinpacken. Hier die Etage könnte man als Lager nehmen. Wir müssten dann halt nur mal ein bisschen blöd laufen. Oh, kann ich Treppengeländer? Ja, es gab doch auch Schräge, ne? Ich habe ja jetzt gerade noch Material. Oh, Material leer. Was fehlt? Holz und Rinde. Gut. Dafür sollten wir allgemein die Sachen nochmal wieder besorgen. Oh, nehmen wir nochmal ein Steak von beiden mit. So. Wir werden aber bei einem relativ offenen Wohnkonzept bleiben, würde ich mal sagen. Ich werde da jetzt nicht sehr viele kleine Räume reinziehen. Das fühle ich jetzt hier gerade einfach nicht.
da können wir noch was machen. Hier könnten wir noch mal so eine Rundung reinpacken. Das Problem ist halt wirklich, die machen die Optik ein bisschen kaputt. Weil die Bretter sich... Also, das wäre der Moment, wo man Sachen spiegeln können muss. Ich glaube, bei Raft ging das relativ bequem mit dem Spiegeln von Dingen. Oh, jetzt kommt er nochmal. Ja, hier. Ich glaube, ich habe auch überall schon wieder Material liegen gelassen. Ah ja. Wir haben es ja. Ich glaube, da würde ich nämlich lieber ein Fenster reinmachen. Und jetzt die Spitze. Gucken wir uns mal von außen an. Also, der Balkon, der ist super. Der bleibt hungrig und durstig. Ja, ja, kümmere ich mich gleich drum. Das ist geil. Das Haus sieht ein bisschen deformiert aus, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, genau das gibt im Spiel mit diesem Bausystem auch den Charme gerade wieder. Aha, hier habe ich noch Sachen hingeschmissen. So, gut, wenn wir jetzt jede Folge für eine Kleinigkeit vorher bauen, haben wir es bald hübsch. Also wir haben es jetzt schon hübsch, aber dann wird es halt noch hübscher. So, einmal essen. So, wir werden jetzt von hier oben mal zu dem komischen Türmchen, also dem Wasserrohr, rübergehen, weil da war ein relativ entspannter Zugang zum Sumpf. Naja, regenerieren wir deine Ausdauer. Da. War, glaube ich, so, dass wir hier relativ entspannt lang sind. Ne? Sollen wir mal gucken, ob die Spinne überhaupt schon nachgespawnt ist. Ich habe das Spiel noch nicht neu gestartet wieder. Ach, da! Ohaha! Unser neuer bester Freund? Bis er tot ist. Ah ja. Spinny, Spinny. Ich hab dich doch gerade gesehen. Ha? Da. Bitteschön. So, wir haben einen neuen Freund. Nehmen wir mal Rinde mit. Folgst du mir? Oh, ist das geil, ist das geil. Ich liebe es. Iss mal. Bitte nicht weglaufen. Wohl doch. Uns ist ja aufgefallen, wenn sie auf Stehen sind. Na, gibt's für gewöhnlich die Probleme. So, muss halt nur aufpassen. Dass wir hier nicht in eine andere Spinne reinrennen. Dem gibt's hier kurz die Sachen mit. Und dann geht's wieder nach oben. Und ist zum Beispiel wieder die nächste Spinne. Bleib doch vielleicht doch einmal hier. Wenn ich die jetzt mit runternehme und die Spinnen uns sehen, sind sie wieder tot. Vielleicht kommt von hinten eine andere Spinne und sie ist trotzdem tot. Kann natürlich auch passieren. Dir geht's gut? Dir geht's gut.
aufgeschrieben. Das fällt hier nochmal mit. Da wir jetzt gerade wieder regelmäßig bauen, habe ich schon wieder so ordentlich Sachen rausgehauen. Falsche Axt. Stimmt, dass man eine Axt und Beil hat. So. Bini, los geht's. So, machen wir schön Hut einmal aus, damit wir das Reiten auf der Spinne genießen können. Ist das geil. Oh, sie guckt sogar süß. Oh, komm, gib mir den Stimme speichern. Ich wollte gar nicht, dass Spinnen so süß sein können. Die Rinde da unten würde ich noch gerne mitnehmen. Da ist auch noch eine weitere Spinne. Hack dich mal. Nein! Ich dachte, wenn du auf bleiben bist, lässt du es sein. Nein, nein, nein! Das sind aggressiv, die Biester. Okay. Das war die Gier nach der Rinde. Uiuiui. Oh, da unten ist noch ein bisschen Saat. Also ich bin jetzt tatsächlich noch gierig nach ein paar anderen Materialien noch. Was schon mal hier ist. Ich würde nämlich hier jetzt gerne die Saat rausholen. Ohne in den Kampf zu landen. So, Entschuldigung, Spinnchen. Du heilst dich aber wieder, ne? Wir verlassen erstmal das Biom hier. Ist das cool? Die heilt sich aber echt gut. So. Nee, wie einfach sind. Dann lass uns doch hier mit der Spinne ein bisschen durchwandern. Bin mir gerade nicht sicher, ob die Wespen uns beachten oder nicht. Wir haben ja hier als Ziel, würde ich ja wirklich gerne mit Lisandra wollen wir mal einen Nock holen. Beziehungsweise hier unsere Ecke mit dem Grabstein, so ein bisschen im Norden. Und dann werden wir auf einen anderen Baum umziehen, dann können wir uns da nämlich wieder ein bisschen Metall holen. Und ich hoffe auch dieses komische Echsenzeug, was ich noch brauche. So, Wespe. Warte, ich mach mal kurz meinen Hut wieder an. Gut, dann muss ich dir mal was zu essen geben. Hier hast du einen Käferlymph. Ja. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. So, erstmal das Genießen mit der Spinne. Springen kannst du nicht, ne? Nee. Na, Ameise, hast du Bock auf mich? Du hast Angst vor mir, ne? Das ist ein Anfang.
Ja, Wespen sind... Hier müsste ich gut Saat bekommen. Okay, ich krieg deutlich mehr Farben als Saat, aber auch... Sag mal, lässt du dich gerade von einer Ameise zerlegen? Und ich habe auch mit unserem Beil gerade draufgeschlagen, nicht mit der guten Axt. Wow. Guck mal, genau da ist so das Problem, was ich auch das letzte Mal schon meinte, mit die Tiere sind halt recht schwach. Sie sind ganz cool, aber letztendlich... ist es auch was, auf das man eigentlich gut verzichten kann. Auch wenn das Gefühl, auf dieser Spinne zu reiten, einfach geil ist. Gar keine Frage. Da ist wieder eine Spinne. Aber wir wissen ja, dass das nicht gut läuft. Kommst du hier hoch? Ja, so Spinne gegen Spinne. Nee. Wir werden unser Spinnchen hier auch einfach nur zu Hause parken. Bist du unser neues Zuhause hier? Ja, ich glaube schon, ne? Die Viechers greifen mich trotzdem noch an. Hey! Ich habe gerade Angst, unsere Spinne zu verlieren, deswegen laufe ich jetzt einfach weg. Ich würde gerne diesen Baum hoch. Oh Mann! Überhaupt ein Baum? Ich bin mir nicht sicher. Also es ist definitiv ein Baum, weil ich weiß nicht, ob es ein Wohnbaum ist. Wir brauchen einen neuen Wohnbaum. Hier ist einer, definitiv. Wieder raus? Ja. Dann bleib du mal hier. Bleiben. Wir bringen sie hoch. Und zwar mit der Pfeife. Ich muss halt nur die Aufzugsplattform finden. Hm, da komme ich nicht hoch, kann das sein? Doch. Und das ist auch die Aufzugsplattform. Gut. Von hier aus starten wir dann wieder in das Biom rüber. Ohne Spinne. Das ist mir zu viel Stress. So. War doch von hier aus gut zu erreichen, ne? Ja. Obwohl, der Baum ist, glaube ich, sogar noch näher dran. Aber das gucken wir dann mal. Erstmal ist es wichtig, dass ich die Spinne gesichert kriege. Los, hoch mit mir. Ich hoffe, ich habe noch eine Pfeife oben. Wenn nicht, muss ich mal kurz eine craften.
Pfeife, bitte. Ich hatte eigentlich mal eine neben der Bettkiste. Jo! Geil. Ausrüsten, kann ich das direkt? Nice! Na? Du kriegst hier deinen Ehrenplatz auf diesem Blatt. Das ist jetzt dein eigenes Blatt hier. Bleib. So, unsere Hausspinne ist safe. Oh, Pfeife rüber. Ein paar tierische Sachen. Ich kann auch nicht so viel rüberschmeißen, sonst esse ich das gleich wieder alles. Wir brauchen mehr Ordnung. Einfach irgendwo mal was reinrotzen. Ich könnte vorne in die Kiste noch ein paar Sachen reinrotzen. Ich glaube, wir müssen uns echt mal ein bisschen Gedanken machen um die Lageroptimierung. Aber nicht jetzt. Nein, Holzkiste. Nee, genau. Binde, Holz. Das hat sich schon wieder richtig gelohnt, die Ausbeute eigentlich, oder? Ah, cool. Auch ein bisschen Saat. Noch Platz für Blütenblätter. Ja, Harz. Steine. Okay, minimale Ordnung hier. Hier habe ich noch Platz für Spinnenaugen drin, das weiß ich. Chitin packe ich auch direkt mal hier rein. Wir reparieren mal kurz unsere Sachen. Dürfte alles gratis sein. Jo. Uhrzeit. Boah, ist ein bisschen fortgeschrittener Tag. Aber du bleibst jetzt hier. Wir gehen mal in die Richtung. Richtung NPC. Also wir können mal gucken, ob wir hier noch einen anderen Baum haben, der näher dran ist. Also, wenn ich die Erinnerung noch richtig habe, hatte sie ja irgendwelche Probleme mit der Hornisse. So, zumindest war die Information von Lysandra. Oh, wir dürften jetzt hier eigentlich auch vielleicht besser durchkommen, ne? Mit den ganzen Schmeißfliegen hier. Also, das ist ja Graufliegen, hießen sie ja. So, was essen? Die waren, glaube ich, gegen Klinge. Dich werde ich jetzt aus Prinzip vermöbeln. Einer von euch, beziehungsweise mehrere von euch, wollten meiner Spinne wehtun. So. Wahrscheinlich müsste ich mir hier vielleicht nochmal was Provisorisches aufbauen, dann in Richtung Bett und Unterkunft. Dann können wir hier nämlich auch speichern. Dann haben wir es wieder etwas entspannter, dann muss ich nicht jedes Mal hier runter. Beziehungsweise, da der Baum hier direkt an dem Biom ist, ist auch das gar nicht mal so schlimm. Ich nehme die Baumaterial trotzdem gerne mit. Boah, ich kriege gerade ein paar Flashbacks von der Ecke hier. Das war die letzte Folge vor meinem, also als ich die letzte Folge von den großen Vorproduzieren, was ich für Ostern gemacht hatte. Ich weiß noch, ich habe da einiges geschnitten, weil ich und die ganzen Tode damit reingenommen habe immer. Oh. Na? Lass dich mal. Du lässt mich, ich lass dich. Da vorne ist irgendwas Neues. Eine Kakerlake. Guck mal. Also dich brauche ich wirklich nicht. Kakerlake, komm mal her. Bist du so ein schweres Chitin-Ding? Oder einfach nur
Eine Kakerlake. Also wenn es die wären Chitinien, die sind einfacher als Hirschkäfer. Naja, wenn man nicht gerade mit mehreren gleichzeitig kämpft. Komm, ist eine weg, wenn ich sterbe. So. Alles weg. Alter. Ist das schon wieder gut? Was ist im Moment? Ich bin zu Hause, ich kann die Sachen reparieren. Also eigentlich, ganz ehrlich, das ist jetzt kein großes Problem. Hier, du bist der Frische, glaube ich. Hier, genau, ja, den Frischen. Hier. Die Sachen holen wir uns nochmal schnell wieder. Ich würde nämlich gerne da mal wissen, was die Kakerlaken geben. Gegen ein schweres Chitin wäre es natürlich ganz angenehm. Versuche auch mal möglichst weit hin zu gleiten. Dann haben wir nämlich eigentlich auch keinerlei Gefahren. Zwischenstopp an den Baum zu machen. Was für eine Aussicht. Da ist der Sumpf mit den ganzen Spinnen. Jo. Na du? Freundliche Kakerlake? Ah, ich hab mein Heilzeug grad gar nicht. Moment. Das war der Falsche! Verbinde dich! Danke. Heile? Okay, und jetzt. Schweres Chitin? Boah, drei Stück? Ja! Okay, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich lieber die oder die Hirschkäfer nehmen würde. Bei den Hirschkäfern kriege ich nämlich doppelt so viel Chitin und die laufen wenigstens einzeln rum. Empfinde ich jetzt im ersten Moment als ziemlich einen Sympathiebonus. Essen? Aber okay. Dann wollten wir noch einen NPC besuchen. Machen wir das nochmal schnell. Also ich nehme mir natürlich nochmal die Setzlinge mit. Warum nicht? Da vorne sind doch komischen grauen Fliegen wieder. Auf jeden Fall werden wir uns beim nächsten Mal auch wieder ordentlich Metall mitnehmen. Okay. Wir können auch jetzt schon welches mitnehmen. Na? Fühlt ihr euch toll? Ich habe eine neue Rüstung und eine neue Waffe. Oh Gott, die machen mich trotzdem noch fertig, oder was? Mistviecher. Oh. NPC wohnt hinterm Rad, oder was? Nee. Hä? Da oben noch? Okay.
Ja. Was? Metallschrott. Den nehme ich nochmal mit. Dann schnacken wir kurz mit ihr. Sie wird uns wahrscheinlich über eine Hornisse aufklären. Noch mehr Metall? Oh, hier unten, das ist doch genau das, wo ich das ganze Metall immer geholt habe. Oh ja. Aber das ist fürs nächste Mal. Oh, okay, das nehme ich jetzt auch mit. Wenn sie es da schon hinlegt, ne? Moin! Hier oben sieht man nicht alle Tage noch jemand anderen. Oh, sie sagt Moin. Ich mag sie. Ich kann sehen, warum nur das hier eher unwirtlich ist. Tja, so ist das in den Graulanden. Ich bin Nokindel Metzatule. Aber du kannst mich Nok nennen. Ja, Nok. Was führt dich hierher? Nok? Warum lebst du so weit draußen? Die Graulande sind herrlich. Überall gibt es Artefakte der Riesen. Ich hole mir Metallschrott und andere Sachen für meine Erfindungen. Achso. Du brauchst Hilfe bei einer Kreatur? Na, in der Regel lassen sie mich in Ruhe, aber in jüngster Zeit ist es hier gefährlicher geworden. Ich kann es mir nicht erklären, aber eine riesige schwarze Hornisse ist aus den unbekannten Landen gen Norden geflogen. Sie hat sich auf einer der riesigen Metallkisten häuslich eingerichtet und die Graulande zu ihrem Jagdrevier gemacht. Okay. Ich wäre dir dankbar, wenn du dich um die Bestie kümmern könntest, damit ich endlich meine Expedition fortsetzen kann. Nebenbei bemerkt, ich könnte dir sicher aus den Saphirflügeln der Kreatur hochentwickelte Ausrüstung machen. Was anderes, was fliegen kann? Ach, fast vergessen, du solltest Mirmek aufsuchen. Er fertigt außergewöhnliche Rüstungen und die brauchst du hier draußen. Ja, den kennen wir ja schon. Wo ist die Hornisse? Gar nicht mal so weit weg. Ich meine, wir haben auch einen Gifttrank dabei. Nicht mehr so viel zum Heilen, aber man könnte da mal was versuchen. Wir könnten doch mal den alten Grabstein abarbeiten. Aber nicht mehr heute. Es wird, glaube ich, auch dunkel. Ja, es wird auch dunkel. Ich müsste die Nacht hier mal aussetzen, beziehungsweise... Ja, ich weiß nicht, kann ich mir hier provisorisch eine Hütte bauen? Wir können das hier mal ganz kurz testen. So rein theoretisch können, tue ich es auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich alles zum Bett noch dabei habe. So. Gebäude. Dann hätte ich gerne einmal... Wand. Hübsches Dach. Wo ist das hübsche Dach? Ach, gibt's das gar nicht aus Blatt? Oh. Das hätte ich gern gehabt. Ja, dann gibt's halt das. Ein Flachdach. Dann noch eine Tür. Nicht, dass noch jemand denkt, ich bin anspruchsvoll, aber... Interaktiv. Bett geht. Ach, sehr gut. Geil, funktioniert. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.